Moin Moin und willkommen zurück. Wir spielen weiter Requiem und befinden uns hier auf den Dächern und müssen dort drüben hin zu dem Turm. Teilweise wahrscheinlich hier über die Dächer schleichen. Das Ganze gehört noch zu Kapitel 2 Neuankömmlinge. So, lass mal weitergehen. Wahrscheinlich krachen wir jetzt noch unten rein. Okay. Und du bist ganz sicher? Nein. Tja, es ist der einzige Weg. Sei vorsichtig. Also ich wäre mir nicht sicher, oder? Aber... Oder die Wege sind gleich getrennt. Kann auch passieren. Ich weiß. Vielleicht trennen sich die Wege und dann muss jeder sich durchschlagen irgendwie. Oder ihn zieht einer von unten halt auch nicht. Der Pilot. Oh oh. Wäre auch zu einfach gewesen. Kannst du aufstehen? Ich versuch's. Alter, hier sind einfach nur Leichenberge. Bitte tut mir nichts. Beruhigt euch. Wir gehören nicht zu denen. Seid ihr von hier? Ja. Okay. Yes, die Ratten endlich. Ich dachte schon, die kommen gar nicht mehr. Entschuldigung. Solange ihr sie habt, werden sie euch nichts tun. Was wollen die von mir? Kommt zu uns rüber. Wir müssen wieder nach oben gehen. Die Sonne wird uns beschützen. Ganz ruhig, im Licht seid ihr sicher. Alles klar. Ja los, weitergehen. Oh. Hei. Ich bin ja auch weiter laufen. Oh. Oh, verdammt, ich hasse solche Level-Schläuche, wo man so laufen muss. Alter, ich bin eigentlich fast direkt losgelaufen, oder? Na, vielleicht auch nicht. Vielleicht war ich doch ein bisschen zu langsam. Man weiß es nicht. Gehen wir einfach hin. Okay. Müssen wir überspringen gleich. Zack. Wird die App zu lange dauern, das mal anzugucken, oder? Okay, jetzt geht's los. Und rennen. Drück schon mal Knopf. Ich hab solche Levels schon früher gehabt, auch bei Jump'n'Run abstimmen. Crash Bandicoot hat auch solche Levels. Finde ich total gut. Halt! Ja, wir sind doch im Licht. Das war's. Nein! Wir haben Licht! Noch sind wir sicher! Gut, lassen wir die Fackel holen. Sicher! Alles gut! Ruhig bleiben! Bleib nah bei mir! Meinst du, wir kommen hier raus? Das müssen wir! Ganz vorsichtig! Ich wusste es! Hab doch gesagt, sie sind hier! Das sind ja Millionen! Das wurde jetzt abgenackt, Körper hier. So viele sein. Sie ja. Sind wegen ihm hier! Oh, jetzt mal anmachen. Ja, das sollte reichen! Silo, sie klettern! Was? Wie? Das ist übel! Wir müssen zum Turm, Vaudan zu Hugo bringen und hier verschwinden. Wann können die klettern, die Viecher? Das ist ja ätzend. Meine Sachen. Ich habe sie beim Sturz verloren. Muss auch ohne gehen. Ja, bitte lass die Fackel nicht fallen. Ist immer ganz gut, dass es markiert ist hier, wie man irgendwo rüberkommt. Freie Hände. Muss sein. Unglaublich, dass wir die Fackel zurücklassen. Ja, wir müssen uns lesen. Nicht mehr, aber wir haben hier Stöcke, okay. Was machen wir? Nehmen wir einen Stock. Der brennt schnell ab. Wir wählen den direkten Weg. Ja, sehr direkt, bitte. Gleich da hinten, dieser Kohlenpfanne. Wenn die Nacht
Nacht anbricht. Ja, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Ah. Ja. Ich dachte, ich keine Stöcke mehr, aber hier sind noch welche. Mal wieder durchkommt. Keine Pause hier machen. Einmal stehen bleiben, dann ist vorbei. Vorerst. Vorerst. Gut. Noch ein Feuerbecken. Wir können es schaffen. Wir schaffen es. Eine Leiter. Wie eine Leiter? Ach, da drüben. Okay. Wir müssen die Pfannenkohle da oben irgendwie anbekommen, oder? Kann das Ding auch schmeißen? Wahrscheinlich. Das Feuerbecken da oben. Ja, das geht bestimmt. Das Licht reicht nicht bis zur Leiter. Das Schloss an der Kette wird schwach. Ich sehe es. Ah, okay. Ah, na komm. Sehr gut. Gehen wir schnell. Das ist noch gut. Sehr gut. Die Höhe ist schon besser. Ich muss kurz durchatmen. Dann atme Zeit dafür. Ich weiß nicht, wie lange wir haben. Was sagen, so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht. Aber auf dem Boden, wie viele Millionen von Ratten da sind. Ich hatte ja gelesen in einem Preview, dass wirklich über 200.000 Ratten gleichzeitig darstellen können. Das ist natürlich cool. Gut, ganz das ruhig. Ist auch nicht aufwendig animiert, ne? Muss man auch mal sagen. Na dann. Nichts überstürzen. Ah, Lukas! Ah. Geht es dir gut? Ich bin umzingelt. Die Leiter, kletter hoch, schnell! Ja, das musste natürlich mir passieren. Okay. Ja, wir kommen. Bleib ruhig, noch ist alles gut. Ja. Du weißt, ich lasse dich nicht im Stich. Will ich nicht. Ich kann nicht hoch. Kommt sofort! Ach so, warte, ich hab die Idee. Ich muss dich da rüberschmeißen, genau. Erledigt! Danke. Ich versuche dich zu erreichen. Ich komme nur mit einem Stock rüber. Ja? War genug von. In Ordnung. Sei schnell, sei mutig und fall nicht mehr runter. Du schaffst das. Keine Panik. Dafür ist es zu spät. Komischerweise kann er mit der Fackel krabbeln. Ich nicht. Das war schrecklich. Danke. Oh, Quatsch. Du raubst mir noch den letzten Nerv. Ja, gehen wir weiter. Das ist ja wirklich Quatsch, dass er mit dieser Fackel klettern kann. Der viel kleiner und schwächlicher ist. Wir kommen dem Sonnenlicht näher. Na gut. Wir in der Nähe des Turms rauskommen. Mr. Boudons Plan zu erfahren. Der Plan ist hoffentlich verdammt gut. Ist er sicher? So. Oh nein! Schon wieder runter? Oh ja. Machst du Witze? Nein. Und Hugos Zustand wird mit jeder verschwendeten Sekunde schlechter. Deine Mutter ist bei ihm. Es geht ihm gut. Ja, wer weiß, wie gut es ihm wirklich geht. Gut. Ja. Nein, aber sie waren vor kurzem hier. Schau dir die Leichen an. Noch warm. Sie sind in der Nähe. Vorsicht. Noch warm vor allen Dingen. Wollen wir auch laufen. Leise müssen wir nicht mehr sein. Was ist das? Schienen in der Wand. Ein Aufzug. Das könnte ein Weg hinaus sein. Lukas, was ist das denn? Ich habe darüber gelesen. Das ist ein Elefant aus Afrika. Die Römer verwendeten sie im Zirkus. Er ist riesig. Sieh nur die Zähne. Einfach unglaublich. Ja. Er hat wahrscheinlich was angetrieben. Lass uns abhauen. Okay, müssen wir irgendwie hier weiterkommen. Eine Leiter, da können wir hoch. Hütte.
Ich rieche Fleisch? Ich vertraue dir. Ich sehe nichts von hier. Eine Kurbel. Mal sehen, was sie bewirkt. Ja. Ich brauche dich hier. Klar. Wow. Oh, runter. Oh nein. Hörst du was? Oh nein, bitte nicht. Lass mal hier. Wir stecken fest, Lukas. Nein, wir machen jetzt die Türe nein, weiter auf. Wir müssen jetzt noch mal reinkommen. Das Feuerbecken. Das Licht müsste für den ganzen Raum reichen. Und wie zünden wir es an? Keine Ahnung. Salpeter, Schwefel, Alkohol. Was wir so finden können. Na gut, die Zimmer sind ja jetzt offen. Vielleicht finden wir was. Das ist Schwefel. Eine Schmiede. Schwefel? Ja, auf den Brettern liegt ein wenig. Oben in der Truhe könnte noch mehr sein. Frischer Schwefel wäre perfekt. Ab nach oben. Eine Kurbel. Da ist er auch. Natürlich. Ist dir gut? Er bleibt. Ja, selten so einen Spaß gehabt. Zeige auf ein hervorragendes. Ah, okay. Ah. Als Eck könnte das auch machen. Erster Teil halt. Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Natürlich. Die schwersten Arbeiten muss ich machen. Bereit! Wir verschwenden Zeit. Da schubsen einfach, das geht nicht. Auf dein Zeichen! Du kannst aufhören. Sofort. So. Los, schneller! Ich mache mir Sorgen um Hugo. Der Turm ist nicht mehr weit. Sobald wir Baudin finden... Wir wissen nicht einmal, ob er da drin ist. Und die ganzen Ratten und Söldner... Hey, eins nach dem anderen. Ja. Ja, sie macht sich ein bisschen zu viele Sorgen. Dann würde ich auch machen in der Gegend, aber... Wir wissen ja... Ist ja nicht gerade... wie kann man sagen... Unbeholfen. Gut. Gefunden. Du hattest recht. Es ist Schwefel. Ja, das ist eine gute Nachricht. Okay. Alles Mach klar. Jetzt. Wir brauchen ein zweites Element. Dann stellen wir Ignifer her. Weißt du noch? Ignifer. Hatte ich schon vergessen. Sehen wir im anderen Raum nach. Ist. Fleischvorräte. Wir brauchen ein Konservierungsmittel wie... Alkohol. Vielleicht in der Truhe? Alles klar. Lenken wir erst diese Ratten ab. Nicht fallen! Danke, Lukas. Er ist auch echt ein toller Hecht. Das sind die besten Tipps, ne? Ist wie beim Umzug, ne? Wenn die Leute dann sagen, da ist immer nur einer, der koordiniert alles, aber nie wirklich trägt, ne? Hat doch jeder in seinem Freundeskreis. Ich kann nicht runterkommen. Irgendwas, was wir abschießen können, damit die Ratten das erstmal essen, das Fleisch, ne? Das wird nicht genügen. Und dann mehr Fleisch. Das werden sie mögen. Sieht sicher aus. Gut, dann ab zur Truhe. Als ob sie seit Millionen von Jahren nichts gefressen hätten. Und? Ist so. Was ist drin? Alkoholflaschen. Ja, das ist gut. Sehr gut. Komm zurück. Warte. Alles runter. Hätte auch einfach runterspringen können, weil an der anderen Seite ist sie auch runtergesprungen. Aber nun ja. Man kann nicht alles haben, ne? Gut. Wir haben Schwefel und Alkohol. Das ist eine der besten Kombinationen für Ignifer. Okay. Hochreaktiv. Misch sie. Ignifer.
Einfach großartig. Ein Lebensretter. Okay. Dann. Machen wir ein bisschen davon. So. Fertig. Schieß es mit der Schleuder auf die Feuerbecken und hoff, dass es klappt. Versuchen wir zumindest. Wow. Was zur Hölle? Das war in der Tat hochreaktiv. Danke, Lukas. Das Ignifer wird noch sehr nützlich sein. Versuchen wir, die Plattform zu senken. Da waren doch noch mehr Kurbeln. Sehen wir uns um. Hier oben sind wir eine Kurbel. Können wir von unten aber reinkommen, irgendwie? Okay, pass auf. Haben wir Stöcker hier? Nee, wir können das Ignifer müssen wir leider ein bisschen verschwenden. Boah, ganz schön viele antike Krüge. Ich stelle mir gerade vor, wie das Publikum Wein trinkt und die Gladiatoren kämpfen. Ja, manche Dinge ändern sich nie. Okay. Dann noch ein paar Sachen. Gut, wir können ein bisschen Ignifer nochmal herstellen, wie man sieht. Zweimal zumindest. Okay, sechsmal geht immer, ne? Hier ist das noch eine Kohlenpfanne, okay. Und wir können die auch runterholen, glaube ich. Machen wir mal. Dieser Tontopf, er könnte den Effekt eines Ignifers verstärken, der beim Aufprall ausgelöst wird. Versuch's mal. Hoffentlich klappt's. Soll ich machen? Jeder Effekt kann mit dem Ton kombiniert werden. Halte RB gedrückt, um das auswählen zu können. Okay. Fertig. Wirf ihn, um ein kurzes Feuer zu erzeugen. Wenn wir schnell machen, kommen wir durch. Wir können auf das Feuer laufen, das ist klar. Kinderspiel. Man braucht nur einen Topf. Und einen Kopf. Wenn ich das ausdenke natürlich, ne? Machen wir, bevor wir die Kurbel drehen. Wo hier nochmal rein. Und damit. Ob ich das drehen muss oder er? Lukas, du bist dran. Na gut. Ah, unmöglich. Na gut, bleib du hier. Ich übernehme die andere. Ich warte auf dein Zeichen. Okay. Das ist es, Amicia. Hoffentlich. Hätte ich gewusst, dass wir eine eigene Zirkusnummer bekommen. Hätte ich gewusst, dass die Welt wieder in sich zusammenbricht. Oh. Das war verkehrt. Wollen wir das natürlich mit der Schleuder machen. Ich hab Feuer gemacht. Sie ja. Haben hier noch mehr Tiere. Ich hole Hilfe, Hugo. Ich finde diesen Waggon. Aber du musst durchhalten. Ich gebe mein Bestes. Okay, wir müssen noch ein bisschen Tontopf machen. Hin ist die Frage, ne? Machen wir erstmal zu dieser Stelle. Okay, da können wir ein bisschen Fleisch runterballern. Auch nicht schlecht ist. Endlich runter und verschwinden von hier. Alles klar, Lukas. Bin soweit. Los geht's. Ich warte auf dein Zeichen. Es geht. Oh. Was ist passiert? Ich habe losgelassen. Los nochmal. So.
Ziel. Sehr gut. Wie haben wir das geschafft? Mit viel Können und starkem Willen. Das stimmt. War schön warm. Es beginnt wieder. Verstehst du, was das bedeutet? Ja. Nein. Aber wir haben es schon mal überstanden. Du hast ihre Angriffe gesehen. Ihre Bewegungen. Sie sind schneller, wendiger, schlauer. Geschafft. Gerade so. Finden wir Magister Vaudor. Mit dem Orden an unserer Seite sind wir in diesem Kampf nicht mehr allein. Na, hoffentlich hast du recht. Das ist natürlich bei jeder Fortsetzung so. Man versucht natürlich immer irgendwas zu toppen. Das heißt, natürlich ist der Gegner immer schneller und besser. Das war aber mit Terminator so. Das ist bei den ganzen Horrorfilmen so. Tja. Ja, der Turm. Wir sind näher gekommen, oder? Ein wenig. Das reicht mir. Gut. Das ist auch verlassen hier, keine, ne? Und gebracht. Diesen Söldnern. Na, hoffentlich haben sie ihn nicht. Beeilen wir uns. Treffen doch irgendwie sowieso jemanden. Dieser Ort war eigentlich recht schön. Vor dem Biss. Verschlossen. Ja. Gucken wir erstmal rum hier, aber. Ist eine Tür, die man aufmachen kann? Ja. Ein Gemüsegarten. Ruf sie nur. Hey, was machst du da? Der Besitzer wird sie nicht wachsen sehen. Hugo wird begeistert sein. Ins Haar. Wie früher. Steht dir gut. Vielen klar. Dank. Gehen alles wir jetzt Zeit. Weiter. Lass einen Ton. Geh mal hin. Alles mitnehmen, was wir finden. Immer parat haben. Man weiß nie, wann man es gebrauchen kann. Hier unten auch irgendwas? Nee. Doch, da kann man, glaube ich, durch. Ich glaube, das kann man zur Seite schieben. Zumindest dann raus. Ja. Wir kommen dem Turm immer näher. Fast geschafft. Der ist ja riesig. Er muss da drin sein. Scheint der sicherste Ort zu sein. Wenn der Orden diese Macht noch besitzt, kann er Hugo vielleicht retten. Kann man da wieder zurückgehen auch? Nee, das ist ja komisch. Ja. Oh, da krabbeln. Hier ist eine Tür. Verschlossen bestimmt. Nein. Ja, außen rum. Hier kommen auch gleich Leute, das sehe ich doch schon. Wenn hier überall Gras ist, los. Das sind doch welche finden. Also, wir warten bis Arno kommt, um ihn rauszuholen. Deine Männer sollen sich bereit machen, den Turm zu stürmen. Hast du gehört? Männer sind verschwunden. Was geht hier vor sich? Schnappen wir uns den Alchemisten und hauen endlich ab. Wir warten okay. auf Arno. Das ist ein einer Befehl. Mit Helm, einer ohne. Gut, deine Entscheidung. Er ist wirklich im Turm. Und sie stürmen ihn bald. Lukas, das ist unsere letzte Chance, Hugo zu retten. Ja, wir müssen Magister Vaudor da rausholen, bevor ihr Anführer kommt. Los! Ich muss mich umdrehen, damit ich meine Schleuder auf ihn schleudern kann. Keine Zeit zu verschwenden. Ja, da ist noch was drin, ich weiß, aber. Das probieren. Hier gibt's Stöcker, wo wir für die brauchen können. Ich weiß nicht, er liegt auf dem Boden und hat einen Platz unter dem Kopf. Er ist tot. Alarm! Eindringlinge! Shit. Da muss auch noch einer. Ach Mist. Die habe ich gar nicht gesehen. Sind auch alle mit Helmen, ne?
Kann man es auch vorbeischleichen, ganz nett. Weiß es nicht. Scheiße! Lauf! Lauf! Ratten! Sie kommen! Verdammte Ratten! Stellung halten! Beständig hier bleiben! Wir müssen fliehen! Keine Karte! Oh. Wir werden nie herkommen! Ein bisschen verletzt, aber ich hoffe, das geht gleich weg. Wir können auch hier hochgehen. Gucken, ob wir deren Fackeln ausmachen können, dass die... Die Ratten kamen uns ja gut zur Hilfe gerade, muss man auch sagen. Schwefel, okay. Er schläft da. Schaut uns mal an, einen Kollegen. Bleib weg. Sie haben uns. Wir wurden entdeckt. Ah, wie dumm. Okay, das war dumm. Wir müssen vorsichtiger vorgehen. Aus dem Weg. Er ist weg. Wir müssen die unten auch irgendwie wegkriegen. Dieses Mal gewinnt ihr. Kann man die Öllampen nicht mehr wegballern? Eine Zeit lang? Geht doch nicht mehr. Die waren das. Er wurde ermordet. Ich lass mich nicht fressen. Warte mal, vielleicht können wir ihn ja mit Feuer auch besiegen. Immer so. Sie den Helm abnehmen irgendwann? Nee. Man greift mich an. So. Tatsächlich. Nehmen Sie nicht ab. Wir haben Gesellschaft. Sucht an. Mist, die versperren mir den Weg. Shit, shit, shit. Okay, der kann auf jeden Fall nicht zu uns kommen. Das ist schon mal gut. War trotzdem blöd, also. Man konnte früher mal die Öllampen, beim ersten Teil konnte man die Öllampe mal umhauen. Da hat man sozusagen alles bekommen, aber hier geht gar nichts. Und überall Sachen, wie man sieht. Herstellen. Die Frage, wie man da jetzt
Da ist auch einer. Wie kriegen wir ihn? Ich muss höchstens die Fackel wegballern, oder? Das war natürlich nicht die Fackel wegballern. Man muss auch irgendwie mal den Helm da wegschießen können. Jetzt finde ich euch sicher. Hier drüben. Okay. Auch ein bisschen dumm von mir. Blöd, jetzt kommt er von oben gleich und wir haben ihn hier vor uns. Ja, wir müssen gucken, hier irgendwo. Verdammt! Ja. Kein Schritt weiter! Wir wurden entdeckt! Oh, warte. Eindringlinge! Los, die schnappen wir uns! Rüber ins Gebüsch. So. Okay. Bisschen schwierig hier wegzukommen. Oh, da kommt schon wieder ein Mist. Hier, komm. Vielleicht kann man sich ewig verstecken, aber wir können es Ewigkeiten probieren. Wir müssen dahin zum Turm, also muss er in diese Richtung gehen, irgendwie. Aber auf dem Dach war auch noch einer, ne? Haben wir den gesehen? Warte mal, gehen wir hinten raus, glaube ich. Ich glaube, wenn wir hier... Da geht jetzt keiner, wenn wir hier sind. Was? Na, egal. Okay, gehen wir rein. Und den ich die Fackeln wegballern kann, nervt mich total. Da geht da runter, sind wir links. Sind wir wieder hier, wo wir am Anfang waren, seht ihr das? Oder lieber den Helm werden wir nicht los.
wo wir den ersten schon gekillt haben. Da ist der Turm, also irgendwie muss es ja da reingehen da unten. Wie ihr seht, da müssen wir vielleicht die Kohlenpfanne mal anballern hier. Wir können einfach ein Ding hier hinschmeißen, oder? Mach mal. Ja. Tontopf. Wir gehen richtig da. Das war knapp. Das sollte reichen. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Baudin ist hier irgendwo. Alles ist gut. Nichts ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig, so friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist, dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut? Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Baudin zu Hugo. Gut, der perfekte Ort, um die nächste Pause einzulegen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.